Freunde, Fortnite übertreibt mal wieder komplett. Denn neben der Nitro-Minigun soll noch eine weitere Waffe ins Spiel reinkommen. Zudem haben wir den ersten Blick auf die neue Fortnite-Karte und die sieht einfach nur geisteskrank aus. Und das nächste Update in Fortnite wird wahrscheinlich das größte im ganzen Kapitel sein. Möglicherweise sogar jemals in Fortnite. Zudem werden kranke Waffen wieder zurückkommen, neue Sachen hinzugefügt werden. Aber ich würde sagen, das erzähle ich euch jetzt im Video. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem verrückten neuen Fortnite-Video. Hört ihr das Ganze im Hintergrund? Es ist die Ruhe vorm Sturm, ich sag's euch. In den nächsten Tagen wird es einfach geisteskrank in Fortnite eskalieren. Angefangen damit, dass ein Giga-Update ins Spiel eingespielt wird. Leaker sagen da draußen, das Update soll viel größer werden als die letzten 8 GB Updates, die es so gegeben hat. Und die fand ich eigentlich schon ziemlich groß. Hat übrigens auch einen kleinen Grund, warum ich Dr. Doom hier ausgerüstet habe, aber dazu kommen wir gleich noch. Und angesichts dessen, dass wir möglicherweise eine neue Waffe bekommen werden, und zwar die Nitro-SMGs, werde ich in dieser Runde mal versuchen, nur mit SMGs die Runde zu gewinnen. Das heißt, ich werde keine anderen Waffen benutzen. Aber kommen wir nochmal zurück zum Update. Also die Leaker sagen, das Ganze wird viel größer sein als 8 GB und könnte damit einfach das größte Update ever in Fortnite werden. Was einfach auch darauf zurückzuführen ist, dass verschiedene Modis einfach Updates erhalten werden. Angefangen damit, dass Lego ein riesengroßes Update bekommen soll. Das soll irgendwie Movement oder so heißen. Unter anderem soll Klombo zurückkehren, der Battle Bus und noch viele weitere Dinge. Ich glaube, es sollen sogar Impulsgranaten dazukommen. Dann wird es ein Update geben in Fortnite Battle Royale. Beziehungsweise eher im Kreativmodus. Oh mein Gott, ich habe gerade Tony Stark gekillt einfach, glaube ich. Tschüss. Das wäre doch richtig geil für die Sendung. Es lebe Dr. Doom auf jeden Fall. Beziehungsweise auf jeden Fall für die Filme. Das wäre ja geisteskrank. Also es wird auf jeden Fall ein Kreativ-Update geben. So ist es besser. Und zwar was Fall Guys angeht. Denn ihr habt es ja mitbekommen. Man kann jetzt endlich ein Fall Guy in Fortnite werden. Und man arbeitet fleißig im Hintergrund schon daran, dass verschiedene Maps einfach demnächst freigegeben werden. Ich glaube sogar ab dem 6. August sollte der Launch dafür sein, dass ihr in der Lage seid, dann auf Kreativ-Maps zu spielen. Und ich habe auf jeden Fall auf Twitter schon gesehen, dass Fortnite.de da fleißig am Liken ist. Das sieht schon relativ krass auf jeden Fall aus. Könnt ihr mir vorstellen, dass man das auf jeden Fall mal anzocken kann und relativ cool werden wird. Dann werden auf jeden Fall neue Waffen reinkommen. Die Nitro-Minigun steht auf jeden Fall noch aus. Das soll aber nicht die einzige Waffe sein, die reinkommt. Ich habe es gerade schon gesagt, möglicherweise auch die Nitro-SMGs. Ist auf jeden Fall Gameplay dabei, werde ich euch im Verlauf der Runde noch zeigen, von diesen Waffen. Und es sieht einfach nur abnormal geisteskrank aus. Ich bin die letzten Tage ja auch ein bisschen häufiger im Kreativmodus gewesen und habe da einfach festgestellt, dass es auch Dual-Silenced-Pistols gibt. Wusste ich auch nicht, dass es die überhaupt gibt, aber ich glaube, die existieren auch nur im Kreativmodus. Auf jeden Fall auch sehr, sehr geile Waffen. Dann habt ihr sicherlich mitbekommen, Dr. Doom wird einfach in Avengers zurückkehren und er wird von keinem Geringeren gespielt als dem Schauspieler von Iron Man, der im letzten Avengers-Teil gestorben ist. Ich hoffe, das weiß jeder, sonst spoilere ich gerade einfach hardcore. Und der wird auf jeden Fall in den neuen Film zurückkehren. Die wollten ja eigentlich die Geschichte von Khan erzählen. Kang. Und das passt ja auch richtig geil zur Roadmap, denn bei der Roadmap ist ja einfach geleakt worden, dass da ein Bild von Dr. Doom ist und keiner hat es verstanden. Und ich glaube, jetzt langsam wird es richtig klar auf jeden Fall, denn Dr. Doom wird in den nächsten 2 Avengers-Filmen einfach die Hauptrolle übernehmen. Und ich glaube, der Typ wird richtig heftig werden. Ich habe Bilder gesehen, wie der ganz easy peasy Thanos einfach ausgeschaltet hat. Ihr wisst schon, der Typ mit den Infinity-Steinen, der hatte die, glaube ich, da zwar nicht in der Hand, aber er hat die trotzdem einfach komplett auseinandergenommen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich darf das leider nicht auf YouTube hier posten, weil das ein bisschen zu brutal ist. Sah aber absolut geisteskrank aus. Da müssen wir auf jeden Fall über ein richtig geiles Konzept reden. Und zwar ist es nicht die finale Chapter 5 Season 4 Map, sondern nur von jemandem erstellt worden, wie das Ganze aussehen könnte. Oh Gott, hier sind so viele Gegner gerade. Utopia. Ich werde das gleich einfach mal einblenden, sobald ich die Gegner hier alle gedownt habe und weggehauen habe. Mach mal kein Auge, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr auf Metallica, Mann. Reicht jetzt hier auch mal wieder. Auf jeden Fall heißt das Bild Utopia und in der Mitte der Karte ist auch ein Ort eingezeichnet, der Utopia heißt. Dazu gibt es noch weitere coole Orte, unter anderem, ich muss gerade selber mal gucken, Iron Institute. Dann haben wir noch Krakoa Keep X-Mansion. Das wäre so geil, wenn das reinkommen würde. Einfach das Haus von Charles Xavier. Ihr wisst schon, diesem Ur-X-Man, das wäre so funny, ey, wenn das reinkommen würde. Und dafür müssten die wahrscheinlich auch gar nicht so viel ändern, weil wir haben ja aktuell sogar Lavish Lair drin. Das würde sich dann einfach ändern. Würde ich schon ziemlich, ziemlich cool finden. Ist schon eine ziemlich heftige Art. Da gibt es auch Orte wie Reality Rift und so. Ich glaube, es ist ein bisschen too much. Und in der Mitte da mit diesem riesen Wall oder dieser riesen Mauer. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen zu heftiges Konzept. Aber ich bin gespannt drauf, ob irgendeiner dieser Orte dann auch im finalen Projekt einfach drin sein wird. Und möglicherweise kommt hier auch Stark Industries einfach als Insel wieder zurück. Würde ich auf jeden Fall feiern. Und der Ort, den ich völlig vergessen habe hier von Dr. Doom. Dooms Domain, ey, der muss auf jeden Fall auch wieder zurückkehren. Ist gerade ein bisschen schade, dass es keine mythische SMG in dieser Season gibt.
Wir haben eine AR, wir haben Pumpgun und das dritte ist einfach diese Armbrust. Und in der Zeit können wir auf jeden Fall die Zeit nutzen und uns einmal das Gameplay der neuen Dual-SMGs reinpfeifen. Laut Hören und Sagen sollte eigentlich Megalodon das Ganze droppen. Ob das Ganze zum Finale jetzt noch passieren wird oder der Dude einfach so gefestigt ist, dass sich da nichts mehr ändert, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leaker da alles herausgefunden haben, aber das ist 2 P90s in der Hand geben soll. Ey, das ist doch absolut obergeisteskrank, oder nicht? Das könnte wohl die geilste Kombination ever werden. Und wenn ihr nicht in dieser Season rauskommt, dann auf jeden Fall in der nächsten Season. Sieht aber auf jeden Fall ein bisschen Nitro-lastig aus und würde mir gefallen, wenn es in dieser Fortnite-Season noch reinkommen würde. Das größte Problem ist halt nur, dass wir mit dem nächsten Fortnite-Update nur noch 10 Tage in der Fortnite-Season haben und eigentlich lohnt das Ganze dann gar nicht mehr. Wo sind die jetzt hin? Hör doch auf mich zu schießen. Ich bin Dr. Doom und viel zu stark für dich. Die dürfte doch gar keine Chance haben. Oh Gott, Dr. Doom soll auf jeden Fall auch als Fortnite-Boss wieder zurückkehren in der nächsten Fortnite-Season. Aber ich hoffe nicht, dass die alte Version zurückkommt, die ich jetzt hier gerade am Start habe, sondern einfach eine viel, viel stärkere. Weil der Typ ist so mächtig, ich hab's dir gerade schon gesagt. Der ist einfach stärker als Thanos, Mann. So, jetzt stirb mal, Kollege. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. So, weg mit dir. Wir brauchen sowieso nur das hier und ein bisschen Heilung. Und dann haben wir es ja schon fast geschafft. Sind wir denn in der Lage, oh, hier vielleicht, die Sachen vom Megalodon noch zu bekommen? Das wäre auf jeden Fall geil. Dann sind wir noch viel, viel schneller und viel, viel mobiler. Würde ich auf jeden Fall feiern. Dann können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir mit dem nächsten Fortnite-Update natürlich auch neue Hinweise zur nächsten Fortnite-Season bekommen. Unter anderem möglicherweise, welche Battle Pass-Skins drin sein werden, welche Waffen reinkommen werden, konkrete Orte und noch viele weitere Dinge. Das werden wir unter anderem ja auch bei der, ich glaube, E23 oder so heißt das Ganze. Das ist so eine Disney-Messe bekommen. Da wird es schon die ersten Leaks auf die neue Fortnite-Season geben. Ihr seid auf jeden Fall gespoilert und gewarnt, dass es das Ganze geben wird. Da dreht aber jetzt einer richtig durch hier unten, oder? Und es wird natürlich möglicherweise auch das Live-Event schon komplett geleakt werden. Das heißt, wenn ihr davon mehr erfahren wollt, dann lasst doch kostenlos einfach mal ein Like und ein Abo da. Dann werdet ihr das Ganze auf jeden Fall nicht mehr verpassen. Ich bin ja selber schon giga-hyped drauf. Wer trifft denn hier ein bisschen besser? Ich hab mir aber auch gut abgezogen. Dann wird übrigens am Montag schon, dem 5.8. ist das Ganze, bekannt gegeben werden, ob Fall Guys oder Fortnite den Zuschlag für Five Nights at Freddy's bekommt. Stand jetzt geht jeder davon aus, es wird gar nicht mehr in Fortnite drin sein, sondern einfach Fall Guys wird das erhalten. Das ist so krank, Mann. Dieses Spiel ist gefühlt seit 100 Jahren schon out. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aktiv am Zocken seid. Aber die haben immer noch voll die geilen Kooperationen. Und wenn die jetzt einfach Five Nights at Freddy's bekommen und Fortnite nicht, wäre das schon echt geisteskrank auf jeden Fall. Ja, ich muss euch jetzt leider mal ausschalten. Ihr macht hier ein bisschen viel Ärger. So, der erste ist schon mal weg. Und der zweite auch. Let's go. Boah, das war richtig knapp und richtig dumm eigentlich, ne? Ich bin hier reingegangen, obwohl der Dude einfach die Pampe vom Megalodon hatte. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich gleich die HP auch wieder bekomme. Ein Medaillon fehlt mir auf jeden Fall noch. Es gab auch einen lustigen Fortnite-Trailer, der einfach gezeigt hat, dass Leute, wenn die zu viel mit den Autos hier rumfahren, einfach ohne Sprit unterwegs sind und dass das irgendwann leer geht und man dann an den Tankstellen nachtanken muss. Aber das ist völliger Quatsch. Guckt euch das mal selber an. Der Sprit wird ja gar nicht leer. Das ist ja komplett Cap auf jeden Fall gewesen. Was ich auch super lustig finde, ist, dass die Benzinkanister gar nicht mehr im Spiel drin sind. Unter anderem konnten die Leute sich damit einfach gigaweit in die Luft katapultieren. Und man hatte die Möglichkeit, hier einfach die Wand rauszuschalten. Und das fanden die Leute anscheinend auch nicht so witzig. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zusammen im Bunker rein. Und ich hoffe, dass wir da zumindest eine blaue, lilane oder eine goldene SMG finden. Damit ich die nochmal komplett upgraden kann. Ich will mit schallgedämpften Sachen hier spielen. Was ist los mit euch? Kurz zumachen. Gucken, ob hier was Geiles drin ist. Ja, sieht irgendwie nicht so aus. Oh, wartet mal, ich brauche wieder Gold. Ich bin voll knapp bei Kasse gerade. So viele Sachen gelootet und gekauft. Oha, okay, die ist schon mal nicht so übel. Finden wir sonst noch irgendwas? Wow, wir bleiben bei grün. Naja, egal, wir machen erstmal ein Visier drauf. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich habe es so lange nicht geupgradet, das ist ja geisteskrank. Das ist ja giga lange her. Macht ihr das noch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe das so unfassbar lange nicht mehr gemacht. Ich glaube sogar das Ding hier ist hier besser. Dann werden wir die hier auch nochmal kurz equippen. Keine Ahnung, was hier gut ist. Vielleicht das. Den hier und den hier. Schade, dass man das nicht irgendwie klonen kann für die anderen Waffen. Ich denke mal, drei von denen werden auch ausreichen. Alle Schalldämpfen auf jeden Fall. Ich liebe den Schalldämpfer. So, das noch drauf und das noch drauf. Und dann haben wir es geschafft. Dr. Doom ist ready. Nächste Season hoffentlich wieder mit seinen Dr. Doom-Fähigkeiten, die auch absolut geistkrank gewesen sind. Der Typ hatte nicht nur eine mythische Fähigkeit, sondern genauso wie Iron Man einfach zwei.
Das war schon eine sehr, sehr wilde Season auf jeden Fall. Ey, was ist das denn? Hä, was passiert hier gerade? Ich konnte gerade nicht einsteigen. Ach so, hier sind diese Feuerdinger. Ich wusste gar nicht, dass die noch im Game drin sind. Irgendeiner schießt hier auf mich. Willst du Wannabe tot sehen oder was? Was ist los mit dir? Wo schießt der? Bist du das? Das waren seine Missionen, Mann. Warum rastet der so aus? Wir gehen mal direkt nach da hinten. Ich weiß gar nicht, wo das Nitro herkommt. Oder, warte mal, ich bin ja dauer auf Nitro. Richtig geil. Und da hinten ist sogar der finale Boss. Und ich habe völlig vergessen, du kannst ja über Wasser laufen. Völlig crazy einfach. Das ist für mich auch immer noch der beste Mythos in dieser Fortnite-Season. Oh, da wurde einer wiederbelebt. Dass man einfach mit Nitro über Wasser laufen kann. Trifft's ja richtig gut. Mal gucken, ob das gleich immer noch so der Fall ist. Der Typ hat nämlich völlig vergessen, dass ich keinen Schaden kriegen kann, wenn er mich runterschießt. Okay, die ist schon mal ganz in Ordnung. Aber nicht wirklich geil. Lol, der ist über mir? Okay, das ist gerade voll unheimlich. Wie hat er das denn gemacht? Ich mag das nicht, wenn einer über mir ist. Der soll mal kein Auge legen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sterben. Ich bräuchte jetzt einfach die Dual-SMGs. Damit hättest du keine Chance. Und ich könnte dich easy-peasy plätten. Ich kann halt nicht zu nah rangehen, weil wenn er eine Pumpgun hat, wird er auf jeden Fall mehr Damage machen. That's my only problem gerade. Das hat schon richtig wehgetan, kann das sein? Ich trinke jetzt meine Nuka-Cola. Mal gucken, was du jetzt gleich machst. Damit kann man doch auch ein bisschen durchschießen, oder nicht? Ich brauche auf jeden Fall mal unbedingt Fortnite-Training. Wenn du ein guter Fortnite-Trainer bist, dann schreib mal in die Kommentare rein, wie du mich trainieren würdest. Ich muss unbedingt einmal diese Boxfights hier gewinnen. Ich glaube, ich muss mal Boxfights einfach spielen. Ist sicher noch ganz schön am Heilen, aber guck mal, wie das durchgeht. Also SMGs sind schon relativ geil auf jeden Fall. Okay, danke, Mann. Wer auch immer das jetzt wieder gewesen ist. Das ist ja eine richtig geile Endzone. Alle gehen auf Dr. Doom drauf. Wer seid ihr denn? Die B-Avengers oder was? Also, B-wahre Avengers. Okay, ich habe Angst, offiziell. Oh Gott, das ist noch eine blaue. Blau ist das neue Mythisch, ich sag's euch. Ich kann gerade nichts machen. Der Typ ist voll am Wüten da draußen. Oh mein Gott, es sind gerade irgendwie alle gestorben. Cool. Wird jetzt Zeit, dass ich jetzt selber den epischen Sieg hole. Ihr wisst doch gar nicht, wer hier am Start ist. Es ist Dr. Doom, Mann. Hallo, Betty Boy. Ich bin's, Dr. Doom. Oh mein Gott. Sei mir nicht so aggressiv, Junge. Komm, hol ihn wieder. Ich glaube, das macht eh viel zu viel Schaden. Das werdet ihr eh nicht überleben, glaube ich. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Das macht 2er-Ticks. Das könnte schon ziemlich übel werden. Oh Gott, da hinten kommt ein Auto. So, ein bisschen aufpassen. Ich habe kein Rotations-Item. Okay, der eine ist schon mal down. Keine Ahnung, was er mit seinem Auto vorhat. Zur Not steige ich einfach ein. Die sind alle außerhalb der Zone gerade. Boah, er fliegt voll hier rein. Er wird das doch niemals hier noch reinschaffen, der Typ. Ich hab's gesagt, Daniel, Mann. Du musstest eine Entscheidung treffen. Jetzt haben wir ein 1 gegen 1 am Ende. Ist ja auch lustig, wo der Typ ist. Ich liebe das so. Du kannst so hochbauen, wie du willst, Mann. Es interessiert einfach nicht. Ich komme mir wirklich vor wie so ein Superheld. Wenn wir in dieser Season noch irgendwelche mythischen Fähigkeiten gehabt hätten, aller Superhelden, ey, da wäre das so geil gewesen in Kombination hiermit. Nitro auf jeden Fall richtig cool. Ja, wow, ich kann jetzt einfach bei dir einsteigen. Was willst du machen? Okay, das willst du machen. Die gute alte, altmodische Art, um ein bisschen Ärger zu machen. Das kann ich leider nicht zulassen, mein Freund. Dein Auto wird jetzt leider gleich kaputt gehen. Junge, du bist außerhalb der Zone. Ich glaube, das war's. Er kriegt das Auto nicht mehr raus. Er ist tot. Oh, er kommt. Du bist ja doch nicht tot. Oh, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Let's go. Oh mein Gott, ich habe einfach die Gunst der Stunde genutzt und habe ihn einfach weggehauen. Er hat damit gar nicht gerechnet. Leute, das soll es vom Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Testet selber mal die SMG-Challenge aus. Ich muss sagen, die Waffen sind schon ziemlich cool auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.